Willkommen bei Teil 3 Sound. Und wieder ist Tim beim Spiel. Er freut sich auf diesen. Ich trinke erstmal einen Schluck aus meiner Teetasse. Abwarten und Tee trinken. Vielleicht kommt er dann ja auch und findet uns endlich mal. Aber wir haben ihn bis jetzt noch nicht gesehen, falls ihr die anderen beiden Teile noch nicht gesehen habt. Aber wir haben zwei Schlüssel. Und zwei Seiten. Oder eine Seite und ein Buch. Ein Sammelalbum. Ein Sammelalbum. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ach, wir sind da durch den Zaun gegangen, ne? Genau. Und dann wollten wir jetzt hier den Wald rein. Genau. Ja. Lauf doch einfach weiter. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Irgendwie ist das zu ruhig. Ich will ihn jetzt endlich mal sehen. Den Slender? Hm? Oder? Den Schweinebärmann. Den Schweinebärmann oder wen auch immer. Günther. Ich will jetzt Günther sehen. Günni. Günni. Günni, alte Felge, wo bist du? Slendy. Slender Major. Ne, guck mal, jetzt sind wir einmal durch den Wald durch und jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Ja, toll, was jetzt ja. Oder ist ein anderer Weg? Ja, sicher wird es ein anderer sein. Wir sind wieder auf dem Weg. Ja. Ach, hier. Das ist ein... Le Hügel. Ach ja, vom Anfang. Gehen wir da jetzt einmal rum. Da bist du noch nicht komplett rumgegangen, ne? Ich bin links rumgegangen. Jetzt gehst du rechts rum. Ja. Vielleicht findest du ja was. Mit Glück. Das ist ganz schön großer Hügel. Ja. Ich würde sagen, es ist ein Berg. Das sind die Rocky Mountains. Die Rocky Mountains. Die Slender Mountains. Die Slender Mountains. Ah, guck da mal. Da Straßenlaterne. Ja. Da waren wir noch nicht. Straßenlaterne im Wald. Ja, dahinter ist ja auch eine Straße, oder? Warte, da kannst du rechts zurückgehen. Aha. Und überall fliegen Funken. Ja. Scheint ja einfach mal, ein guter Elektriker gewesen mal, zu sein, der es angekannt hat. Geh einfach mal links. Er ist ein Multitalent, dieser Slender. Ach, das war auch der Slender, der das alles hingebaut hat. Noch nicht? Achso, der kidnappt dich, der betäubt dich und der schickt dich durch den Wald. Und er ist Elektriker. Und er kann geile Türen bauen. Elektriktüren? Mechanisch, ja. Ja, jetzt sind wir mitten auf dem Feld irgendwo. Das kann auch nicht gesund sein. Nee. Achso, nee, hier ist er. Vielleicht ist der Slendermann auch Schütze. Das wäre doof, aber... Und er schießt auf gelbe Punkte. Ja. Ja, wir wissen ja auch nicht, was wir anhaben. Vielleicht haben wir ja so eine Blindenbindung. Und der Slender lässt uns einfach in Ruhe. Weil der denkt, wir irren einfach nur so durch den Wald. Das ist aber sein Wald. Er hat sich also ein Stück Wald gekauft. Da ist auch wieder was. Dahinter. Das ist aber, ja, stimmt. Ist ja das? Ja. Das sieht aus wie eine Fabrik oder so, ne? Ja, so, ein, so eine Lagerhalle. Stimmt. Ich hoffe, es ist nur so ein Schatten, wo wir dann ewig hinlaufen. Ich hoffe, dieses Gebäude ist die da wirklich. Doch. Doch. Ja, doch, okay, sehr gut. Machen wir Taschenlampe aus. Ja, wir haben ja auch nur 20.000 Batterien. Ich hoffe, man sieht das dann auch auf YouTube mit dem Dunkel, weil wir skalieren das alles ein bisschen runter. Ich glaube, das wird schon. Wenn du das sagst. Und wenn nicht, ist es halt zum Zugucken noch gruseliger. Das ist auch erst unsere Erstaufnahme, ne? Richtig. Aber zu sagen. Jeder fängt ja mal klein an. Aber hier ist nur Zaun, nee, hier nicht mehr. Doch. Doch. Da muss man doch hier irgendwie reinkommen. Oh Gott, das sieht gar nicht gesund aus. okay. Ja, Zaun machen. Ja. Ah, hier, das ist bestimmt der Schlüssel für die Backdoor, für den Zaun. Das ist bestimmt wieder stimmt, so eine Tür. Genau. Siehst du, da ist doch schon wieder. Aber ich will doch da. Ich will doch erstmal in die Fabrik rein, oder? Da ist die Tür. Da, also. Aber dahinter war auch eine. Locked. Okay, das, okay, das war nämlich der richtige Schlüssel. Kann man hier links machen, ja? Ah, da war doch noch eine Tür. Genau. Da. Trink erstmal Tee. Ja, genau. Du musst mich erstmal beruhigen. Tee im Baldrigal. Nee. Auch noch. Aber da kannst du nicht. Ja. Versuch mal irgendwo. Weiter links. So ans Gebäude näher. Ah, hier. Da ist ein Durchgang. Ah, hier sind Container. Ist ja auch ein geiler Zaun, der einfach mal irgendwo aufhört. Wo trotzdem noch Türen sind. Die abgefunden. Du. Ich will das gar nicht mehr spielen. Hey, jetzt auch musst du. Du bist dran. Okay. Ich musste eben auch. Aber ja, bis jetzt geht's ja. Ja, aber wir ihn noch nicht gesehen haben. Ja, positiv denken. Was ist denn das die ganze Zeit? Er schießt doch auf uns. Ist doch alles gar nicht so gesund hier mit, mit den radioaktiven Fässern, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich das in dieser Aufnahme jetzt schon gesagt habe. Da, Batterien.
Endlich wieder Batterien. Ja, aber... Versuchen wir da irgendwo reinzukommen. Weil wir haben ja halt die Backdoor-Schlüssel. Und da ist... Ah, da ist ein Eingang. Das ist nur ein Durchgang? Nein, ein Eingang. Das ist eine Lagerhalle. Okay, jetzt das erste Mal, wo wir Taschenlampe wirklich brauchen, oder? Mhm. Ja. Hast du auch gerade die Schritte gehört, wo du stehen geblieben bist? Ich gehe einfach mal weiter. Ignorieren wir es einfach. Na guck mal, balancieren kann er. Aber springen nicht. Jetzt steht das Ländermann da um und schubst uns runter. Schubst uns runter, genau. Und dann winkt er noch, wenn wir unten liegen. Obwohl, wir sind ja eigentlich schon verdrückt. Wir haben ja gar keine Beine oder Arme. Wir spielen ja wirklich gar nicht. Ich sollte gucken, wo ich hinlaufe. Oder hinschwebe. Es verfolgt uns doch irgendwie keiner. Was soll denn das? Wo ist denn da der Spaß? Oder der Grusel. Ach du. Ja, du hast gerade richtig Spaß, ne? Ich find's angenehm. Das freut dich gerade richtig. Also ich find's angenehm, dass es keiner verfolgt. Das geht doch hier immer höher. Ja. Das ist wie der Turm, der 80 Stockwerke hoch ist. Stimmt, das ist das Gebäude der Araber. Was höher ist als noch der Turm. Ist, genau. Also ein paar coole Soundeffekte haben sie schon. So mit diesen weichen Planken jetzt. Ja, das hört sich schon cool. Hast du auch was gehört? Let me go. Oh, Junge! Das überstrahlt aber auch die Taschenlampe. Du hast so viele Batterien eingesammelt. Du springst jetzt aber nicht runter, oder? Ich denke nicht. Also hier oben fühle ich mich jetzt nicht gerade sicher. Ich meine, das ist ein morscher Holzbalken. Ich weiß nicht, ob das alles hält. Wer das wohl gebaut hat, der ist Länder. Er ist Elektriker, er ist Handwerker, er ist Architekt, er ist alles. Er ist der Typ. Ja, ist wie bei Thor eigentlich, ne? Der konnte auch alles. Ja, stimmt. Der war ja auch allein. Jo. Dann fährt das Länder ja auch Dreirad. Sieht bestimmt geil aus mit seinem langen Gliedmaß. Ein riesen Dreirad. Wie die alten Fahrräder mit einem ganz großen Reifen vorne. Tja. Immer noch keine Spur von Slender. Und noch nicht mal eine Seite oder sowas. Ich muss doch. Ja, hier ist einfach mal auch nichts. Das ist eine Lampe. Ne? Also wenigstens hier oben. Ich meine, ich bin doch jetzt nicht umsonst. Doch, bist du. Ich bin doch umsonst. Sonst guck unten nochmal, ob da. Ja, ich gehe. Da war doch eine Seite, da. Ja, ich möchte jetzt aber... Na gut. Jetzt hätte ich gedacht. Dann schauen wir mal. Hm. Dann können die Seiten auch irgendwie nicht durchblättern. Was ist das? Ja. Das ist ja wie ein Pferd. Jetzt hören wir aber unsere Schritte komisch. Die Pferdehufe. Ja, stimmt. Das steht hier. Ja, wir schweben ja auch. Okay, jetzt werden die Soundeffekte echt ekelhaft. Jetzt das ist so ein Pocher in so ekelhaft ist. Ah. Ich freue mich darauf, wenn die Aufnahme vorbei ist. Dass ich wieder spielen darf. Jo. Ja, schön. Ich weiß, wer sich darauf gar nicht freut. Wir haben auch nicht zufällig irgendwie noch andere Schlüssel eingesammelt, oder? Aber nur die beiden. Ja. Gut. Was ist denn dieses... Sitzt der Slendermann auf dem Pferd? Oder auf einem? Ist der. Ja, genau. Er hat Hufe. Ja. Horseman. Hm. Das ist aber nicht das gleiche Tor, wo du nicht reinkommst. Nee, ich glaube nicht draußen. Und überall radioaktive Fässer. Also kann du durch. Ah. Vor das Loch gefunden im Zaun. Da hat aber einer nicht zu Ende gedacht. Bei dem Zaun. Immer noch keine Spur von Slendermann. Oder von sonst wie. Dann wird die Taschenlampe schon schwächer? Irgendwie nicht, oder? Hab ich nicht das Gefühl. Aber du sammelst ja auch andere und andere. Ja, eben. Ja.
müssen noch mehr Schlüssel finden auf jeden Fall, weil da waren ja noch ganz, ganz viele Sachen locked. Wollen wir nicht ein fröhliches Lied singen? Damit das nein, nein, das macht die Stimmung kaputt. Das verschreckt unsere Abonnenten. Welche Abonnenten? Okay, ja, okay, wir sind noch bei null, aber das wird sich vielleicht drastisch ändern. Ja, genau nicht. Wenn wir erstmal reich und berühmt sind, dann haben wir das alles nicht mehr nötig, dann was wir anfangen. Reich und berühmt. Ja. Du bist doch eh bald Rentner, also. Ja, danke. Guck mal, was ist das? Die wird doch schwächer. Bin doch nicht doof. Guck mal. Ja, jetzt merke ich es auch, aber vorher da nichts. Ja. Ja, ich merke sonst nicht viel. Eine Statue. Das ist die Frau vom Slender. Er hat sie nachgemacht. Steht aber ganz im Start. Alter. Da. Das ist... Okay. Kann ich irgendwo rum? So, was aber nichts. Wir haben auch null Orientierungspunkte irgendwie auf der Karte, weil alles gleich ist. Ja, ich stehe jetzt. Du bist jetzt auf dem Zaun. Ich häng fest. Du balancierst jetzt also gerade ohne Beine auf dem Zaun. Aber da hängt doch noch eine Seite. Wo? Da. Gut. Okay, das wäre peinlich geworden. Ja, alle haben es gesehen, nur du nicht. Neun. Kann auch irgendwie nichts durchblättern von den Seiten hier. Kam wir von da oder? Nee, oder? Nee. Wir kamen von der anderen Seite. Was ist das für Licht? Das ist die Schaltung. Da ist auf jeden Fall wieder eine Karte. Die sind ganz außen rechts. Okay, dann gehen wir jetzt weiter da lang zu diesem Gebäude in der Mitte da. Schräg rechts. Genau. Das ist genau so. Verfolger entdeckt. Wenn ich jetzt da gestanden hätte, das wäre blöd gewesen. Auch blöd, ja. Ja, sagen wir blöd. Also ich bin schwächer. Wir brauchen wieder Batterien. Hast du ganz schön schlappe Batterien, oder? Ja. Das hat doch ein bisschen was von Alan Wake, oder? Ein bisschen was bei Alan Wake, aber immer noch ein Gewehr, ne? Oder eine Pistole. Okay. Aber man hat da eine Taschenlampe. Und man sieht Gegner man bei Alan Wake. Stimmt. Ja. Ja, wir haben ja noch. Eigentlich so von der Atmosphäre. Aber da liegt was. Da liegen, glaube ich, Batterien, oder? Ja. Ja. Ja mit einem Busch. Aber auch so von der Atmosphäre her und so finde ich das. Ja, das kommt dem schon ganz nah. Sollten wir vielleicht auch mal spielen. Vielleicht. Weißt du, an welches Spiel mich das noch erinnert? Na? Slender. Ja, ich weiß, der kam stumpf. Erstmal noch ein Schluck Tee. Oh ja, Moment. Er bleibt einfach mitten auf dem Wald mit Taschenlampe anstehen. Tee trinkt. Vanilla Kisses war das, ne? Ja. Boah, grandios. Schmeckt gut, ne? Ja, geil. Das ist übrigens gerade Schleichwirkung, kriegen wir da irgendwie Ärger für? Vanilla Kisses? Wieso gibt es doch mehrere Hersteller, die das machen, schätze ich. Okay. Ich glaube, ich habe von Teekanne gekauft. Was? Teekanne, der Hersteller. Ich wollte gerade Schleichwirkung machen. Ach so. Wir haben ja auch noch Uluduck auf dem Tisch stehen und Mezzomix haben wir alles. Und ein iPhone. Ein iPhone. Und Galaxy S3. Was unsere Zeit nimmt, genau. Eine Xbox haben wir ja auch noch. Aber dazu später mehr. Ja, und wir wissen immer noch nicht, wo wir sind. Und was wir hier... Ach, wir wollten jetzt weiter hier rein. Zu diesem... Warte, da rechts ist, glaube ich, irgendwie was. Also Taschenlampe bringt jetzt fast gar nichts mehr. Nee. Obwohl wir neue Batterien eingesetzt haben. Ja, eigentlich. Du musst doch dann wieder so Energizer-mäßig. Okay, ich fand's eine leere Batterie. Das wäre sau doof. You found empty batteries. Congratulations. Ja, da ist wieder ein Zaun. Aber bei diesem Zaun schon? Ist das hier ist bestimmt wieder das Haus. Ich meine, jeder Zaun sieht doch gleich aus. Hätte er nicht verschiedene nehmen können? Ach nee, Quatsch. Weißt du, wo wir sind? Na? Am Anfang der Folge. Stimmt. Quasi. Hier schließt sich also der Kreis. Was haben wir gefunden? Ich glaube zwei Seiten, ne? Ja. Okay, das war mal recht erfolgreich. Ja, auch relativ. Aber wir haben immer noch keinen Verfolger. Sei doch froh. Ja, ich möchte ihn schon gerne mal sehen. Ja, zum Schluss. Ja, wenn ich wieder spielen darf, ne?
damit sich wieder alle über mich lustig machen. Und mit spitzen Gegenständen bewerfen. Da liegt noch Batterien. Pass auf. Wir werden die Aufnahme jetzt hier in der nächsten Folge, werden wir sehen, wie du die Batterien aufhebst. Oh, das wäre schön. Ja, ne? Dann ein Erfolgserlebnis gleich zum Anfang. Ja. Machen wir das so. Gut. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.